Moin Freunde, hier ist Ascha und Blizzard hat gestern den neuen mythischen Skin für Season 3, also für die letzte Stufe im Battle Pass angekündigt. Und ihr seht es schon im Hintergrund, diesmal bekommt Kiriko den mythischen Skin und zwar ein Amaterasu-Skin. Und was ich hier schon auf den ersten Blick sagen muss, dieser Skin sieht absolut fantastisch aus. Das Ganze könnte natürlich auch so ein bisschen das Thema des Battle Passes diesmal vorwegnehmen, dass es vielleicht so ein bisschen um Japan oder japanische Mythologie geht, wäre zumindest nicht überraschend, denn in der letzten Season war es ja zum Beispiel auch so, dass wir die Zeus Junker Queen hatten und viel in der Season die Shop Skins und so weiter in diese Richtung gegangen sind. Ja, der Amaterasu Skin, die Gottheit der aufgehenden Sonne, ist so ein kleiner Connect tatsächlich auch zu dem Mercy-Skin aus der letzten Season und ich finde ihn wirklich wunderschön. Also wir sehen ja im Video auch schon so ein bisschen die Farbvarianten. Also wir sehen zum einen diese ja sehr helle gelbe Sonnenvariante, dann sehen wir so eine Variante, wo ja der Hauptteil ihres Kleides so ein bisschen weiß gehalten ist und wir sehen ganz am Ende noch eine sehr dunkle Version, wo wir auch den Mond drauf sehen. Also alles in allem wirklich ein Skin, der auf den ersten Blick mich persönlich komplett überzeugt. Ich finde es auch super cool, wie wir in dieser einleitenden Grafik schon so ein bisschen ihre Shuriken sehen oder zumindest eine Version der Shuriken und sowohl ihrer Healing Ofuda. Und die Knives sehen einfach tierisch insane aus, dass sie so eingedreht sind, dass da irgendwie so ein, ja, ich weiß nicht, was das sein soll, so ein gelber Schein darum liegt, das sieht absolut wild aus, also wirklich. Selbst bei den Healing Ofuda sehen wir, die haben nicht diese normale Standardform, die sind so ein bisschen, ich würde fast sagen, gebogen. Wir sehen aber auch bei den Healing Ofuda, die zum Beispiel von hier so wegfliegen, dass da so irgendwie so, ja, so ein Sparkling-Effekt drum ist. Das muss jetzt nicht unbedingt was bedeuten, das kann auch hier fürs Video gemacht worden sein, aber es könnte natürlich sein, dass das schon so ein kleiner Vorgeschmack ist. Wir sehen auch tatsächlich bei ihrem Fuchsgeist, der für mich jetzt relativ Standard aussieht, dass da so nice Blütenblätter drumherum fliegen. Ich weiß nicht, ob die verändert sind. Ich meine, die Blütenblätter fliegen, glaube ich, immer drumherum. Das wäre natürlich noch eine coole Sache, wenn nicht nur der Skin angepasst ist, sondern auch der Fuchs. Aber ja, alles in allem, ich bin wirklich hellauf begeistert. Also ich hätte, oder viele Leute hätten sich vielleicht gewünscht, dass es ein, ich sag mal so, ein OG-Charakter ist, der diesmal wieder einen mythischen Skin bekommt oder in der nächsten Season einen mythischen Skin bekommt, nachdem wir zuletzt die Junker Queen gehabt haben. Trotzdem muss man natürlich ganz ehrlich sein, Kiriko ist ein unfassbar populärer Charakter, seitdem sie ins Spiel integriert wurde. Und letztendlich ist Blizzard ja eh meist so, dass man mit den eigenen Ideen läuft. Das heißt, wenn man selber sagt, hey, wir haben, also wie gesagt, Blizzard hat das schon mal erklärt, wie sie Skins entwickeln. Und zwar gehen sie nicht rein und gucken, welcher Held hat noch keinen Skin, sondern stattdessen geht Blizzard rein und hat eine Idee für einen Skin und setzt das um. Und dann entstehen manchmal leider auch so dumme Momente, dass wir kurz nacheinander plötzlich für den gleichen Helden Skins sehen. Ich denke auch, das ist nicht optimal, aber jetzt im Fall von Kiriko, wie gesagt, sie hat noch keinen mythischen Skin und ich finde den wirklich wunderschön und das wird was sein, wo ich in Season 3 definitiv hart den Battle Pass für durchgrinden möchte. Genau sehen wir am Ende des Trailers noch, dass man sich im Startzeitraum der nächsten Season einloggen kann und 5 gratis Battle Pass Stufen bekommt. Auch das finde ich persönlich ganz cool. Hilft ja nur, dass man ein bisschen schneller den Battle Pass durchkriegt. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten, Freunde. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt gerne einen Daumen nach oben, lasst ein Abo da und entschuldigt, dass ich momentan so nasal klinge. Der ein oder andere, der meine Streams verfolgt, weiß, dass ich momentan seit einiger Zeit Probleme mit meinem Hals habe und ja, es wird gefühlt nicht besser, aber Medikamente kicken und ja, hoffentlich bald mal wieder mit normaler Stimme.